Hi Leute, Forti hier. Willkommen zu einem neuen Overwatch. Und was sehe ich hier? Das ist Cash und es ist ein Karambit-Doppler, den hier der Suspect hat. Na, ob der damit hackt, das ist natürlich jetzt hier die spannendste Frage. Man hört natürlich schon die Schüsse hier Richtung B. Der Suspect läuft relativ mutig einfach durch. Ja, wird aber umgeballert. Also der Suspect hat hier auf jeden Fall schon hübsche Skins hier, auch eine P2000 Headgun in Stat-Track und natürlich, wie schon gesagt, ein Karambit Doppler. Ja, eine Hypnotic ist auch dabei. Also der ist hier ausgestattet. Die Frage ist halt hier, ob der wirklich damit hackt. Bisher war noch nichts zu sehen, das war jetzt auch nur eine Runde. Der stand jetzt, vielleicht wurde er auch wegen Griefing reported, also fällt mir gerade ein, weil er so ein bisschen länger in der Base stand. Keine Ahnung, wenn es ein Random ist, beziehungsweise ein Solo-Queue, dann kann das eigentlich schon schnell passieren, dass er reported wird, nur weil er halt eben 10 Sekunden in der Base stehen bleibt oder so. Aber gehen wir erstmal nicht davon aus, ne? Also, ja gut, das ist halt da zu bangen, obwohl jetzt das Crosshair ein bisschen geflickt ist. Glaube ich nicht, dass man da jetzt was drauf geben muss. Ja, der trifft er halt überhaupt nicht. Hatte den auch nicht auf dem Schirm. Mit der Deagle. Ja. Also bisher alles entspannt. Jetzt dreht er sich um und ballert ihn da hinten auch um. Kein Headshot. Hatte den aber auch nicht auf dem Schirm. Also er hat ihn ja nicht abgeaimt oder so. Sondern wollte eigentlich zu A laufen. Warum auch immer. Weil die Bombe ist irgendwie auf B geblendet. Ja, und der Terror hatte die beiden hier nicht auf dem Schirm, beziehungsweise hat sich auf die oder für die andere Seite entschieden, da abzuaimen. Ja, der Karambit-Mensch hier defused. Eigentlich, das zockt sogar einer mit einem Revolver und sein Mate hier, beziehungsweise der Mitspieler. Man weiß ja nicht, ob die in einer Lobby waren oder nicht. Naja, weiter geht's. 1-1, dritte Runde. Der Suspect hat drei Frags. Und einmal wurde er getötet, das war in der Runde 1. Weiter geht's. Er spielt hier Mitte auf Cash. Übrigens, ich finde es wieder richtig gut, dass wir kein Das 2 haben. So in letzter Zeit wird tatsächlich auch, also kommen auch andere Maps. Ich weiß nicht, also wir hatten ja letztes Mal Office und davor hatte ich glaube ich auch schon mal Kobbel und jetzt ist er doch. Ja, ich glaube, das war ein bisschen Zufall, weil also zumindest hat er nicht verdächtig abgedrückt oder so. Er hat zwar abgeaimt durch die Smoke, war auch mit dem Crosshair auf seinem Gegner drauf, aber hat gewartet, bis er ihn doch tatsächlich gesehen hat. Und auch da, also der schießt eigentlich nicht so früh, dass man das verdächtigen könnte. Also er schießt tatsächlich erst dann, wenn er den Gegner sieht und dann trifft er auch noch nicht mal. Also er schießt dann noch nicht mal gut. Diese Runde keine Frags, doch ein Frag für den Suspect. Die Standard-Smoke hier in der Mitte. Oh, wir haben hier eine Dragonlore am Start. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er die gedroppt bekommen hat, aber auf jeden Fall ist eine Dragonlore am Start. Mit einer Dragonlore, habe ich mir sagen lassen, geht auch automatisch besser rein. Also das werden wir gerade sehen. Ja, er versucht hier und da zu bangen. Das sind ja Standard-Banks auf Cash. Die Tore sind ja alle so ein bisschen dünn. Ah, da schießt er nicht. Er aimt zwar die Ecke. Oh, das war ein bisschen komisch, aber gut. Ich meine, kann man machen, aber er war da ziemlich genau auf dem Kopf. Hat aber wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht genau hingeguckt, aber ich glaube, er hat auch keinen Schaden gemacht, weil die Mauer zu dick ist oder so. Diese Wand. Aber er hat sich einfach spontan entschieden, direkt auf dem Kopf, auf dem sitzenden Spieler, durch die Wand zu bangen. Na, das war, glaube ich, ein Flick. Also, ich weiß nicht. Den hätte man sich jetzt vielleicht langsamer abspielen lassen können, aber ja, das kann man ja machen. Also das war jetzt, vor allem die Terrors hatten jetzt eine Eco. Also es ist jetzt nicht so, dass man unbedingt den hier verdächtigen muss. 5-1-2. Ja, schöne Dragonlore, zeigt sie uns. Ja, so ein Karambit ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man den damit nicht hackt. Also wenn man hackt und dann so Skins hat, kann man sich die Skins auch direkt einfach löschen oder kaputt machen oder wie auch immer. Also man kann sie ja auch, glaube ich, einfach zerstören im Inventar oder so. So, die Runde läuft einfach aus. Der letzte verbleibende Terror gimmt hier einfach in der T-Base und
Ja, die hunten den auch nicht. Warum auch? Die Bombe liegt hier. Alles easy. Die haben jetzt zwei AWPs, die sie hier safen wollen. So, zwei Dragon Lords am Start. Also der eine CT, der Richtung B gelaufen ist, hatte jetzt auch einen. Achso, die haben jetzt wieder gewechselt. Also wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob das seine war oder nicht. Aber wenn... Also die hat zumindest ein paar nette Skins, allerdings nicht so Dragon Lore würdig. Bis auf das Knife hier vielleicht. Wobei, das dürfte auch viel Teste sein oder ist noch schlechter. Aber gut, wir unterhalten uns ja hier gar nicht um die Skins oder über die Skins. Und da wird die nächste Eco zusammengeballert. Der Terror hier spielt auch mit einem Revolver. Aber die Terrors verlieren hier schon die Bombe, die liegt da vorne und keine Gefahr. Also das ist jetzt eine safe Runde, sichere Runde hier für die CTs. Die haben sogar ein Bot, ein Bot. Ja, auch das, also der hat jetzt geschossen, völlig unauffällig. Er hat, je nachdem, also selbst wenn er seine Dragon Lore hier, wenn das seine war, und natürlich sein Knife und die anderen Skins, also selbst angesichts der tollen Skins, würde ich natürlich nicht sagen, dass er hackt oder nicht hackt, aber so objektiv betrachtet vom Gameplay her, er ist auch nicht besonders gut. Ich würde den vielleicht auf maximal LRM schätzen. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie ein hoher Rang ist oder so. Also ich weiß nicht, ob für euch LRM schon ein hoher Rang ist. Den habe ich jetzt momentan nicht, weil ich den verloren habe. Ich habe ja irgendwie einen Monat lang nicht gezockt und wurde auf LE wieder eingerankt. Aber ja, egal. Also sobald ich wieder aktiver zocke, bin ich auch bestimmt LRM oder vielleicht auch wieder Supreme. Gut, also der aimt hier wieder fleißig ab, obwohl da natürlich gar keiner sein kann, weil er da schon selber gerade lang gelaufen ist. Und der letzte verbleibende Terror ist wieder am Safen. Ich weiß nicht, ob das derselbe ist. Ich glaube nicht. Vorhin war das der Anker oder so. Auf jeden Fall ist der jetzt hier auf dem A-Spot. Und ja, relativ unspektakulär. Die Eco, jetzt gibt es die nächste Waffenrunde der Terrors. Der Suspect hat hier 6-1-2, also ja, eigentlich relativ human bisher. Hat jetzt keine 360 No-Scope 10-0 gemacht oder so. Oh, der erste fällt auf B, glaube ich, ne? Der erste CT. Der Suspect entscheidet sich, hier zu supporten. Und die Terrors versammeln sich hier vom B-Spot. Jetzt kommt der erste. Blind. Er aimt auch nicht weiter ab, also sprich kein... Gut, Anti-Flash gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr. Funktioniert ja, glaube ich, gar nicht mehr. Keine Ahnung. Aber sieht in jedem Fall nicht danach aus. Jetzt pusht er wieder zurück, weil die Terrors halt da vorne eine Pause einlegen. Im Toxic. Ja, wieder ein bisschen am Bangen, aber da trifft er niemanden. Da findet er einfach niemanden. Vollständige Terrorrunde da vorne. Ja. Also er aimt nicht ab, nicht so richtig. Er ist viel zu hektisch irgendwie. Deswegen ist er auch viel zu schnell wieder mit seinem Crosshair weg. Na gut, das war ein Flick, sorry. Das kann man machen. Und den zweiten macht er nicht, weil er direkt eine Schelle kriegt. Ja. Ja, was soll man sagen? Also der entscheidet sich jetzt zwar für den A-Spot hier. Ja gut, die Smokes kann man so machen. Auch da ist er sehr spät, oder was heißt spät, aber er ist halt nicht sofort einfach automatisch auf seinem Gegner drauf und trifft den auch nicht. Er schießt zwar, auch wieder ein bisschen überhastet vielleicht, aber ja, trifft halt nicht. So, jetzt kommt hier der eine Terror oben hier auf der Minimap, auf dem Radar, durch Squeaky. Den hat er jetzt nicht auf dem Schirm, aber er aimt halt so ab, dass er theoretisch noch seine Sicht hier, seinen Weg hier kreuzen müsste. Und den trifft er auch nicht. Oh. Also, dass der den jetzt hier mit der Pistole noch macht, ist echt lucky, weil der andere hatte, glaube ich, irgendwie ein P90. Also, eigentlich hätte der hier der Suspect fallen müssen. Also, wie gesagt, er aimt auch viel zu statisch ab. Also, das ist, wie gesagt, kein hoher Rang. Also, wenn überhaupt, ist er vielleicht LM, vielleicht auch sogar niedriger, irgendwo DMG oder so. Er tut zwar mit seinem Messer hier die ganze Zeit zeigen, dass er es drauf hat, tut er aber nicht. Also er hat es nicht wirklich drauf, meiner Meinung nach. Oder das ist vielleicht auch eine Premade-Lobby, dass die sich hier alles ziemlich entspannt, ja, vielleicht ein bisschen trollen und sich nicht wirklich anstrengen. Kann natürlich auch sein, also keine Ahnung.
Das werden wir auch nie erfahren, aber uns geht es ja hier darum, ob er hier auffällige Situationen an den Tag legt. Und das ist bisher nicht der Fall, meiner Meinung nach. Wenn ihr einer anderen Meinung seid, dann bitte konstruktiv darlegen eure Meinung. Ansonsten natürlich absolut gerne. Ja, auch den, also der eine, ja, der lässt sich messern. Der hatte den Terror, der da gerade vorbeigelaufen ist an ihm, unten drunter, nicht auf dem Schirm und ja, lässt sich einfach mal knifen. Also wenn seine Dragonlore, wenn es seine war, dann hat er die in dieser Situation auf jeden Fall nicht verdient. Aber, wie gesagt, für mich nicht ausreichend, nicht ausreichend, nicht ausreichend. Ja, danke fürs Zuschauen und haut rein, bis dann. Ich verlose eine AK-47 Point Disarray in Field Tested mit zwei Stickern drauf. Genau den Skin, den ich hier gerade zocke.